الو، السلام عليكم. معكم ايمن برقوق من اينتراخ فرانكفورت، وانا درت هاد السيمانه مع سيليكسيون تاع المغرب الماتش الاول تاعي. السلام عليكم. Das war Arabisch von Ayman Barkok und er hat euch gesagt, dass er für die marokkanische Nationalmannschaft sein Debüt gegeben hat. Grund genug, mit unserem Mittelfeldmann über seine Reise nach Afrika zu sprechen, aber auf Deutsch natürlich. Ayman, erster Einsatz für die marokkanische Nationalmannschaft. Glückwunsch erstmal dazu. Wie war der Einstand? Wie wurdest du aufgenommen und gab es auch ein Aufnahmeritual? Ja, an erster Stelle, es war sehr schön, mein Vaterland zu vertreten zu können. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Dort die 10 Tage war auch sehr erfolgreich für mich. Wir haben 2 Testspiele bestritten. Das erste gegen Senegal 3-1 gewonnen. Das zweite unglücklich 1-1 gegen Demokratische Republik Kongo. Ja, für mich waren es auf jeden Fall 10 lehrreiche Tage unten in Marokko. Alle haben mich super aufgenommen. Die Fans, der Staff, das Trainerteam, alles war super. Ich konnte mich nicht beschweren. Und ja, ein Einstand wie gewohnt macht, glaube ich, fast jede Mannschaft. Man musste vor der ganzen Gruppe singen. Und ja, ich habe ein marokkanisches Lied ausgesucht. Und ja, das war auf jeden Fall sehr lustig und ja, haben die meisten gefeiert. Du hast es angesprochen, es war für dich erfolgreich. Du hast eine sehr, sehr schöne Vorlage gemacht. Fast ein Uwe Bein-Gedächtnispass, müsste man fast schon sagen. Ja, wie haben die Mitspieler es aufgenommen? Hat der Torschütze dir noch einen ausgegeben als Dank? Nee, aber er hat sich auf jeden Fall bedankt, der Enesri von Sevilla. War auf jeden Fall, wie gesagt, sehr erfolgreich, als hätte ich die Mannschaft schon länger gekannt. Wir haben uns blind verstanden außerhalb des Platzes, so wie auf dem Platz. Ja, die Atmosphäre dort ist genauso wie hier. Die Fans sind unglaublich, das ganze Land steht hinter dem Verband. Alle sind Fußballfanatiker und ja, war auf jeden Fall sehr gut. Du bist das natürlich das Arabische mächtig. Die Nationalhymne hast du mitgetrellert? Ja, ich kann die so ein bisschen, aber ich habe auch ein bisschen gestottert. Du hast es schon angesprochen, es gibt jede Menge auch hochqualitative Spieler, Weltklasse-Spieler, muss man eigentlich sagen, mit Achraf Hakimi, mit Ziyech von Chelsea, von Sevilla. Das ist schon einiges an Potenzial da. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein super Team, viele internationale klasse Spieler, die sich über längere Zeit im Verein bewiesen haben. Und ja, war schön mit denen zu spielen, zu kicken, hat Spaß gemacht, mal auch was von denen zu sehen. Man hatte ja nur entweder gegen Hakimi gegen ihn gespielt oder den Ziyech zum Beispiel vom Verein gesehen. Aber war auf jeden Fall schön, die mal live zu sehen, um mit denen spielen zu dürfen. Die Eltern von dir, die müssen ja auch vor Stolz platzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mein Vater vor allem ist überglücklich. Er freut sich mega. Für ihn gibt es eigentlich nichts Besseres, dass sein Sohn für die marokkanische Nationalmannschaft spielt. Perfekt, Dankeschön.